Willkommen zu einem neuen Part von Isaac. Ja, im letzten Part hatten wir wieder Tainted Blue Baby und mit Tainted Blue Baby, ich hasse es. Ich hasse Tainted Blue Baby. Und wir kriegen es nochmal. Ist nicht euer Ernst, ey. Okay. Vielleicht kriege ich ja jetzt mal einen besseren Run mit ihm hin. Ich glaube zwar nicht. Aber man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben, ne? Interessant. Tinted Rock, auch interessant. Ja, wow, und dann ist da oben einer. So, ich will den Tinted Rock haben. Und da ist eine goldene Kiste, cool. Super. Was sollen diese Steinkackhaufen eigentlich? Okay, goldene Kiste. Du hast jetzt irgendwas Schönes für mich. Und du hast nichts für mich. Cool. Blockt mich doch nicht. Okay, Goldraum. Yo, listen. Okay, das sah gerade so aus, als wäre da irgendwie was. Da ist anscheinend was. Boom. Für einen Fünfer. Wow. Für einen Fünfer. Hier? Da? Nirgendwo? Okay. Safety-Pillen halt auch kein gutes Boss-Item. Ich habe ein Herz dazu bekommen, okay, aber ist halt wirklich kein gutes Boss-Item. Ich habe keinen Schlüssel. Verdammte Kacke.
Gib mir doch einen Schlüssel. Da ist was. Oh. Nice. Säumilk. Interessant. Ein Säumilk-Run. Oh, okay. Ja, jetzt brauche ich natürlich noch irgendwas Gutes für Säumilk. Ich habe keine Bombe. Da hätte ich jetzt eine Bombe. Nice. Hier, fress den. Fliegen mitkommen. Ich mache halt überhaupt kein Damage, ey. Aber das ist Säumilk. Säumilk kann aber noch gut werden. Okay, ich habe anscheinend den Goldraum vergessen mitzunehmen. Ja, stimmt, Säumilk war im... Ach ja, Säumilk war im Crawl Space. Ja gut, vielleicht kriegen wir ein Planetarium-Item. Stark. Da. Soul of Magdalene. Ich habe zuerst gedacht, dass das Soul of Lilith ist. Aber ist es nicht. Soul of Lilith wäre natürlich sehr strong. Ach, shit. Ach, komm schon. Nehmen wir mal mit. Thank you.
Komm schon. Ah, ich werde zu oft getroffen. Das ist halt gar nicht gut. Aber ein typischer Tainted Blue Baby Run. Yes, ein Soul Heart. Komm schon, Spiel. Gib mir irgendwas, wodurch Soymilk richtig gut wird. Okay, Schlüssel kriege ich anscheinend auch keine. Shit. Oh, stirb. Dankeschön. Ja, okay. Okay. Ja, jetzt brauche ich Schlüssel. Ohne Schlüssel kann ich nichts machen. Au. Ich bin tot. So, wir gehen erstmal in den Shop. Ich muss jetzt erstmal in den Shop. Bevor ich irgendwas anderes mache. In der Hoffnung, dass der Shop ein Soul Heart hat. Oder irgendeine. Ja, Runen verkauft der Shop ja nicht. Ernsthaft.
Hierophant, dankeschön. Okay. Jetzt werden wir das ganze Geld in den Automaten da pumpen. Ach, komm schon. Mr. Me. Mr. Me ist halt so stark, ne? Kann Mr. Me nicht sogar Türen öffnen? Ja, Mr. Me kann Türen öffnen. Deshalb, Mr. Me ist echt mega gut. Mit Mr. Me kann ich, glaube ich, sogar die Tür zu Mega-Satan öffnen. Das war gut. Dich nehmen wir mit. Ein Goldraum sollte ich irgendwo noch haben, oder? Okay. Kleines Damage ab. Schon. Hätte es mir jetzt auch einen Deal geben können. So, wie sieht das denn aus? Okay, Boss Rush werden wir auf jeden Fall nicht hinkriegen. Ich hoffe ja, dass in den roten Kisten ein paar Soul Hearts sind. Stirb.
Natürlich werde ich getroffen. Natürlich werde ich getroffen. Alter. Ich werde sterben. Ich werde sterben in dem Raum hier. Es ist nicht euer Ernst, ey. Wow. Cool. Bringt mir auch nichts. Aber warte mal. Kannst du das aufmachen, oder? Enttäuschend. Einfach nur enttäuschend. Lauf! Yes! Yes! Das wollte ich eigentlich nicht mitnehmen, aber okay. Ja, Keeper's Sack ist eigentlich ein sehr gutes Item. Aber was soll ich machen? Ich brauche Herzen. Wie ich diese Geister hasse. Oh, geh weg. Hau ab. Wie ich diese dumme Fliege einfach nicht down kriege. Kriege ich mal irgendwie was, was Damage macht?
Au. Okay, wenigstens zwei Soul Hearts. Oh mein Gott. Ja, Boss Rush ist schon lange vorbei. Jetzt habe ich den kleinen Engel, der Damage für mich macht. Lockdown. Nee. Okay. Nice. Das war gut. Nicht so gut. Dann hüpfen die natürlich genau weg, wenn ich diese Giftwolke dahin werfe. Nee, bringt mir alles nichts. Nice. Cool. Schon wieder ein Secret Room, mit dem ich einfach nichts anfangen kann. Oh mein fucking Gott. Das Schlimmste ist, ich kann auch nicht mal in die Chest gehen. Weil die Chest habe ich natürlich mit ihm schon. Wir schauen uns den Devil Deal mal an. Ist eigentlich ein No-Brainer, weil ich krieg die drei Herzen wieder. Und ich krieg ein bisschen Damage dazu.
Ja, den Weg zu Mega-Satan können wir, wie gesagt, mit Mr. Me notfalls aufmachen. Aber ich glaube nicht, dass das hier ein Run ist, mit dem man Mega-Satan besiegen kann. Ja, ich sehe es, Fliege. Da ist anscheinend ein Secret Room. Tinted Rock? Könnte vielversprechend sein. Kann ich aber nicht sprengen. Yes. Nice. Ich meine, jetzt bin ich langsam. Das gefällt mir nicht so. Aber ich konnte meinen Damage nochmal erhöhen. Lass in dem Secret Room irgendwas Nützliches sein. Ein Soul Heart. Ist nützlich. Boah, es war die richtige Entscheidung, diese komische Hand mitzunehmen. Wie viele Soul Hearts ich dadurch jetzt schon bekommen habe. Okay. Ja, langsam sieht der Damage aber auch gut aus. Man muss immer dran denken, ich habe Soymilk. Und für Soymilk ist der Damage jetzt ganz ordentlich. Ich hasse diese Viecher. Ja, leck mich doch. Nee, ich nehme die Pille nicht mit. Dann ist das eine Bad Trip Pille und dann verliere ich meine Herzen und nee, 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 nee. Hier, fress das. Ja. Mhm. Ja, komm. Wow. Dafür ist ja super. Komm schon, gib mir wenigstens noch einen Devil Deal. Ich weiß, ich krieg keinen Angel Deal jetzt.
Aber gib mir wenigstens noch einen Devil Deal. Guppies Paw. Bringt mir nichts. Bringt mir nichts. Ach, leck mich doch. Nee, dann nehme ich es auch nicht mit. Hätte Mr. Mi mir das klauen können, okay. Dann hätte ich es eingesammelt, einfach um die Chance zu haben, Guppy zu werden. Aber wenn ich dafür Herzen ausgeben muss, nee. Die Herzen sind mir zu wichtig gerade. Alter, die drängen mich aber auch in die Ecke, ne? Das kannst du auch aufmachen, oder? Nee. Nur wenn ich mich da raus teleportieren könnte. Auf gar keinen Fall. Kollege. Wäre Selbstmord, wenn ich den mitnehmen würde. Komm schon, Secret Room. Sei was Gutes. Für Conjoint vielleicht? Leck mich. Ja, wir gehen direkt da rein. Ich will die Ebene nicht weiter erkunden. Verliere ich noch zu viel Herzen. Delirium-Portal. Ich werde Delirium so nicht besiegen. Auf gar keinen Fall. Wir werden jetzt Satan machen. Dann werden wir die... Hier, wie heißt es? Den Dark Room machen. Mega-Satan. Und wenn wir dann ein Portal kriegen, okay, dann können wir es probieren, aber... Nicht so, wie wir jetzt sind. Alles klar. Junge. Das ist nicht euer Ernst. Dann will ich das haben. Mehr will ich auch nicht.
Ah, ich weiß nicht. Könnte gut sein, könnte schlecht sein. Und ich flieg voll in ihn rein. Keine Bomben. Gib mir doch Soul Hearts. Fuck. Oh mein Gott. Ich brauche Herzen. Ich brauche ganz dringend Herzen. Oh mein Gott. Das hätte ich sehen müssen, ne? Fuck. Das kann doch nicht sein, dass ich so kurz vorm Ende wieder verrecke. Okay. Rote Kiste gibt mir Soul Hearts. Scheiße. Oh, was mache ich denn jetzt? Jo. Mhm. Alles klar, lass mich erstmal gegen Monstro 2 kämpfen. Zwei Soul Hearts.
Und dann kriege ich Guppies Tail und ich wäre jetzt Guppy. Hätte ich Guppies Paw und 9 Lives mitgenommen, wäre ich jetzt Guppy. Aber das kann man vorher leider nie wissen. Es hätte auch so enden können, dass ich einfach gestorben wäre. Okay. Ich überlege, den Raum zu machen. Und es war ein Fehler. Es war ein Riesen. Ich bin tot. Ich muss 9 Lives mitnehmen. Oh mein fucking Gott, ey. Okay. Bringt mir zwar nicht viel, aber... Wo? Wo? Da ist ein Secret Room. Okay. Wir nehmen dich mit. Wenn wir hier gleich noch mal rein können, könnten wir eigentlich Dings mitnehmen, aber das wird, glaube ich, eh nichts. Komm schon, töte wenigstens jetzt. Wir haben Satan wenigstens getötet. So. Jetzt will ich... Ja, die Black Rune mitnehmen. Okay, okay. Stark. Hey, und dann kommt direkt so einer. Ach, komm schon. Kann doch nicht euer Ernst sein. Gebt mir doch wenigstens eine Chance.
Ja. Nehmen wir mal Ocular Rift mit, ne? Ocular Rift könnte noch hilfreich werden. Hierophant. Okay. Wir wollen uns also erstmal da nach unten arbeiten. Komm schon. Okay, was mache ich jetzt? Am besten wäre halt, ich erkunde die Ebene weiter, ne? Krieg vielleicht noch ein paar geile Items oder so. Oder ein paar Soul Hearts. Ich muss halt so vorsichtig jetzt gerade spielen. Da oben ist zum Beispiel der andere Secret Room. Vielleicht sind da auch nochmal irgendwie Soul Hearts oder so drin. Yes. Oh mein Gott. Gehe ich jetzt direkt zu Lamp? Komm, wir gehen jetzt direkt zu Lamp. Einfach damit ich Lamp sicher habe. Wow! Boah, Lamp, du bist so ein Drecksviech, ne? Okay. Lamp haben wir schon mal geschafft. Wir haben auch ein paar Herzen verloren, aber das ist nicht schlimm. Kriegen wir vielleicht noch wieder. Ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. Cool. Warum mag das Spiel einen zu quälen? Warum?
So, hier sind die Reiter drinne. Da will ich noch nicht rein. Die Reiter will ich noch nicht machen. Die machen wir gleich irgendwann. Mann. Ich hatte die Hoffnung, dass da vielleicht ein Soul Heart rauskommt. Okay. Easy. Gib mir ein Item. Oder ein Soul Heart. Nice. Okay. Okay, du gibst mir nichts. So, jetzt die Frage, will ich die Reiter machen? Okay, Black Rune hat keinen Effekt gehabt. Will ich die Reiter machen? Nein, will ich nicht, oder? Nein. Wir gehen jetzt zu Mega Satan. So, du bringst mir nichts, du bringst mir nichts, du bringst mir eventuell was. Okay. Die Reiterchen sind da. Au. Au. Und ich bin tot. Jetzt können wir das auch mitnehmen. Ich wollte doch erstmal die Kackehaufen aufsammeln. Vielleicht sollte ich die Kackehaufen auch einfach nicht so oft benutzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich mit den Kackehaufen selbst irgendwie in die Luft sprenge, ist halt auch viel zu hoch, ne?
Okay. Was kommt jetzt? Ihr kommt. Mega. Das hat auf jeden Fall mega viel geholfen gerade. Konzentration darf nicht nachlassen. Okay. Zweite Phase. Jetzt macht er den Brimstone, glaube ich, nicht mehr, oder? Komm schon, Ocular Rift. Rette mir den Arsch. Ich bitte dich, Ocular Rift. Ich bin so dumm! Ah, ich bin so dumm. Ich bin auf diesen Knopf für die Kackehaufen gekommen. Das ist so dumm. Ja, ich bin da drauf gekommen aus Versehen. Und dann hat er da Kackehaufen gespawnt und... Fuck. Ich sag ja, mit den Kackehaufen spreng ich mich einfach selber in die Luft, anstatt Schaden beim Gegner zu machen. Ich bin Guppy. Ich bin Guppy. Oh mein Gott, ich bin Guppy. Seht es euch an. Okay, ich muss jetzt eine Sache noch machen. Weil das ist zu gefährlich, dass ich die Kackehaufen mitnehme. Okay. Ach du Scheiße, hier liegen ja auch 1000 Stück. Ich darf nicht auf diesen Knopf kommen. Ach du Scheiße, wie viele fliegen. Okay, ich habe ein riesiges Damage abbekommen durch Guppy, aber ich bin tot. Komm schon, ich muss ihn doch jetzt besiegen. Ich habe halt wirklich so ein gigantisches Damage-Up durch Guppy jetzt bekommen. Nicht besiegt. Ich krieg ihn nicht mehr besiegt. Okay, ich muss mich einfach konzentrieren. Ich darf einfach nicht getroffen werden.
mein Gott! Fuck! Scheiße! Es war so ein guter Run! Es war so ein guter Run! Oh, und ich bin noch Gappi geworden. Fuck. Aber gut. Wir haben ein bisschen, wenigstens ein bisschen was mit Tainted Blue Baby geschafft. Aber trotzdem ärgert mich das. Na gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für den Part. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Seid gerne beim nächsten Part auch wieder mit dabei. Habt noch einen wunderschönen Tag und ich sag bye bye.